Die ganze Welt weiß, dass in der deutschen Bundeswehr alles ist kaputt. Mittlerweile weiß ja alle. Man weiß, dass die Panzer nicht rollen, die Hubschrauber nicht fliegen und so. Bon. Jetzt erklärt mir bitte, warum wollen alle unbedingt deutsche Panzer haben? Und zwar nur deutsche Panzer. Emmanuel Macron, der hat schon gesagt, hallo, hallo, wir haben auch Panzer in Frankreich. Wollt ihr? Niemand will die haben. Nein, nein. Macron, der hat gesagt, für jeden Panzer kriegt ihr eine Flasche Champagner. Und so, nein, deutsche Panzer unbedingt. Warum? Ist da die Vollkaskoversicherung schon mit dabei? Oder warum? Was macht das für einen Sinn? Letztes Jahr, das habt ihr möglicherweise alle mitbekommen, oder? Letztes Jahr, es gab eine Übung von der Bundeswehr. Mit Panzern, mit 18 Panzer, das waren Puma-Panzer. Wisst ihr, wie viele dabei kaputt gegangen sind? Alle, genau, alle, ja, ja, alle. 18 von 18. Wäre es Bullying, würde man sagen, wow, Strike! Sag mal, 18 von 18, 100% als Quote. Ich habe immer gewusst, ihr seid Perfektionisten. Oh là là là, für die Soldaten, das war nicht cool. Oh, die waren genervt, die Soldaten. Kann man auch verstehen, stell dir mal vor, 18 Panzer in die Garage zu schieben. Die haben gesagt, also die Soldaten, die haben gesagt, nie wieder Puma, ab jetzt nur noch Adidas. Aber gut. Alors, Zelensky, er will nicht die Puma, er will die Leopard 2, die neueste, aber das ist genauso und das funktioniert einfach nicht. Also zuerst war geplant, dass die Bundeswehr 14 Leopard 2 in die Ukraine schickt und jetzt schicken die doch 18. Das erhöht natürlich die Chance, dass mindestens einer funktioniert. Und und kleiner Tipp an Zelensky, wenn du irgendwann mal, endlich mal, ja, diese deutsche Panzer bekommst, kleiner Tipp von mir, du musst unbedingt die Quittung aufbewahren. Voilà.